einen Blick auf das, was sich im Vorfeld des russischen Angriffs abgespielt hat. Was in unserer Berichterstattung aber eher nicht vorkam. Und wenn doch, dann von vornherein als russische Propaganda identifiziert wurde. Um auch da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, natürlich gibt es russische Propaganda, ist überhaupt keine Frage. Wobei, Propaganda können sie alle. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal Moskaus. Also klar gibt es das, aber nicht jeder russische Blickwinkel ist Propaganda. Das zu behaupten, ist lediglich die bequemste Variante, sich nicht inhaltlich damit auseinandersetzen zu müssen. Fakt ist, dass in den östlichen Gebieten in der Ukraine seit 2014 Krieg herrscht, nicht erst seit 2022. Sie erinnern sich? Die Verwaltungsbezirke Donetsk und Lugansk im Donbass, die wollten zunächst mehr Autonomierechte innerhalb der Ukraine und haben sich dann für unabhängig erklärt, weil sie den Umsturz in Kiew nicht mitmachen wollten, der für sie nichts Gutes verhieß. Das lässt sich im Einzelnen auch belegen. Und wie so oft ist auch da die Chronologie von entscheidender Bedeutung, um Dinge real einschätzen zu können. Dass Russland das später für seine Zwecke instrumentalisiert hat, das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber der Ausgangspunkt war ein absolut innerukrainischer. Jedenfalls versucht die Kiewer Regierung seitdem, diese Gebiete mit militärischer Gewalt wieder zurückzuerobern. Die nennt das allerdings auch nicht Krieg, sondern Antiterroroperation. Aber diese semantischen Feinheiten, die gibt's ja auch bei uns. Bundeskanzler Scholz hat vor einiger Zeit in einer Gesprächssendung vom amerikanischen Engagement in Afghanistan gesprochen. Und natürlich den Krieg dort gemeint. Engagement hört sich ja noch besser an als Spezialoperation. Das Leid in der Ostukraine wurde vom politischen Westen eher nicht zur Kenntnis genommen. Trotz der insgesamt etwa 14.000 getöteten Zivilisten bis zum russischen Angriff vor gut 2 Jahren. Und trotz der regelmäßigen Berichte der OSZE. Da gab es auch getötete Kinder. In Donetsk steht seit dem 1. Juni 2017 ein Denkmal für Kinder, die Opfer von Bombardements geworden sind, auf dem fast 200 Namen stehen. Also innerhalb von 3 Jahren. Etwa ein Jahr vor Kriegsbeginn hat der ukrainische Präsident Selenskyj ein Dekret erlassen, in dem die Rückeroberung der Krim quasi angeordnet wurde. Einige Zeit später begann man damit, ukrainische Streitkräfte zusammenzuziehen im Süden und Osten des Landes, was Russland natürlich nicht verborgen geblieben ist. Dabei handelte es sich je nach Quelle um 60.000 bis 80.000 Soldaten. Parallel dazu fanden zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee diverse NATO-Manöver statt. Und die Zahl der Aufklärungsflüge der USA an der ukrainisch-russischen Grenze, die stieg nennenswert. Im November 2021, also 3 Monate vor dem russischen Angriff, haben die USA und die Ukraine ein Abkommen über strategische Partnerschaft geschlossen, in dem sowohl die Rückeroberung der Krim als auch die NATO-Perspektive als Ziele genannt wurden. Im Januar 2022, also einen Monat vor dem russischen Angriff, hat die NATO die Ukraine eingeladen, an der NATO-Agenda 2030 mitzuarbeiten, also dem Strategiepapier der NATO. Und das, obwohl die Ukraine gar kein NATO-Mitglied ist. Und, wie man jüngst in der New York Times lesen konnte, die USA betreiben seit etwa 8 Jahren 12 geheime, jetzt nicht mehr, CIA-Basen an der ukrainisch-russischen Grenze. Dieses Engagement amerikanischer Geheimdienste soll, so die New York Times, eine Schlüsselrolle gespielt haben bei der Entscheidung des russischen Präsidenten, im Februar 2022 in die Ukraine einzumarschieren.